Ja, und damit ganz herzlich willkommen zu einem neuen Train Fever Video. Ja. Und ich melde mich hier aus Gomadingen, wo ich ja schon angekündigt habe, dass hier meine nächste Aufnahmesession sein wird. Und ich werde hier einfach mal kurz auf Play machen. Ja. Ich muss, okay, muss vielleicht ein bisschen leiser machen in OBS. So. Ja, wo wir gerade sehen, wie der ICE 1 da gerade einfährt. Hier kommt noch die Regionalbahn. Und hier mein Schnellzug, wo richtig gut bedient ist. Wo ziemlich viele Leute immer nach Gerlingen mitfahren. Ich glaube, das ist Gerlingen, oder? Ist es Gerlingen? Ah. Nee, Gutenswegen. Gutenswegen. Ja, ich muss aber noch ganz kurz hier was machen. Und zwar muss ich hier kurz meine Ladezeit öffnen. Also, wie schon mal gesagt, einfach. Ja, einfach. Eine Linie machen und dann die hier oben hinsetzen, verkürzt einiges an Zeit. Vielleicht so, dass man es nicht sieht. So. Ja. Hier. Der neue Zug. Ist es dem letzten rausgekommen? Vareo. Finde ich ziemlich nice gemacht. Ein Dieselzug. Entweder gibt es einen zweiteilig und einen dreiteilig. Werden wir auf jeden Fall noch öfter sehen. Da fährt auch noch der IC3 rein. Und was man schon sieht, ich habe hier schon einen zweiten Bahnhof hingesetzt. Ja, davor war es hier bloß dieser dreigleisige. Ich habe mich gerade noch entschieden, einen dreigleisigen hier hinzusetzen. Erstmal mit Abstellgleis. So. Weil, wie wir sehen, also ich glaube, Gummadingen ist noch die größte. Sch oh ne! Das stimmt, ich habe ein paar Häuser abreißen müssen. So, auf jeden Fall haben wir hier Gerlingen, Gröden, Gomadingen. Ja. Das ist gerade dieses Dreieck hier. Gomadingen, Gröden ist hier und Gerlingen ist hier. Und in diesem Dreieck werden wir ein S-Bahn oder werde ich ein S-Bahn-Netz mit euch zusammen hier bauen. Oder versuchen zu bauen, ziemlich. Oder versuchen so gut wie alles. Oder viele Stadtteile davon mitzunehmen und auch Stadtteile auszubauen. Also wie man sieht, die Busse bleiben hier immer stehen. Hier ist sehr, sehr viel Verkehr und dass wir auch einen guten Austausch zwischen diesen zwei Städten haben, weil viele werden wahrscheinlich in Gerlingen wohnen, aber hier nach Gröden arbeiten gehen. Und deshalb gibt es hier auch an diesem einzigsten, an dem Bahnübergang hier, bei der sechsspurigen Straße immer ziemlich viel Stau, ja, wie man hier sieht. Die Busse kommen gerade noch so voran, ja. Und das möchte ich halt irgendwie umändern, dass wir das besser umsetzen können. Vor allem, dass auch mehr Leute, also ich glaube hier 44%, ja. Das ist ein bisschen mehr wie 44% und hier sind es, glaube ich, 56, ja. Dass da auf jeden Fall mehr Leute die öffentlichen Verkehrsmittel nehmen. Das wird so die Aufgabe sein in den nächsten Aufnahmesessions. Ja. Dann könnte ich ja noch sagen, ich habe eine Linie erstellt, wo ich den längsten Güterzug Deutschlands, der bekanntlich von Maschen hoch nach Dänemark fährt, nachgestellt habe. So gut es geht hier in Train Fever. Knapp 40 Wägen, ist klar, er passt ja nicht dann hier rein, aber das war mir dann im Grunde egal. Ich wollte einfach den längsten Güterzug Deutschlands auf meiner Schiene haben. Und das ist der. Ich habe noch einen zweiten drauf gemacht und sogar noch einen dritten. Die werden dann aber nach und nach kommen. Und. Ah. Ich habe mir überlegt, da wir ja so viel Geld haben, dass ich die Fahrzeuge eigentlich gar nicht mehr
erneuern muss. 63 Jahre? Holy shit. Warum kommt die Meldung jetzt erst? Alles klar. Wir haben hier, also die Strecke geht einmal quer über die Map drüber, kann man sagen. Von Gomadingen hier rüber. Schön den Berg hoch. Also eine klasse Aussicht. Erstmal von der Stadt hier nach oben. Sieht echt wunderbar aus, wenn der da vorbeifährt. Und über den Berg als Bergstrecke mit ganz vielen Tunnel und Brücken geht es dann hier wieder runter. Also hier macht es einmal im Kreis. Geht hier runter. Durch die Berge durch. Oh, mein Handy. Durch Schwele oder Schollene. Nee, Schollene. Oder Scholene. Keine Ahnung. Da hatte ich ja hier einen Güterbahnhof gebaut und habe den dann hier sozusagen angeschlossen. Und habe dann auf dem ganz normalen Standardgleis ihn durch unseren Mega-Umschlagsplatz lasse ich ihn durchfahren. Durchfahren, durchfahren. Setze ihn schon auf die total ausgelastete Strecke hier zwischen Wilzenweiler und unserem Umschlagsplatz. Und lasse ihn dann weiterfahren. Dann habe ich hier in Posthof auch nochmal einen. Ach, da kommt er ja schon. Ne, das ist er nicht. Ne, das ist er nicht. Aber wir können uns mal die neue BR 185 mal angucken. Es war ein Crossrail Packup oder Pack vom lieben Thomas, soweit ich weiß. Also wirklich klasse. Und ich habe hier auch noch mal einen kleinen Umschlagsplatz gebaut, weil ich finde es einfach cool, einfach so vom Aussehen her einfach so ein paar Güterzüge nebendran stellen. So, warum wird jetzt hier gebaut? Das geht gar nicht. Hä? Könnt ihr nicht einfach bauen? Hallo? Und habe hier ein paar Abstellgleise gemacht. Also das ist der Bahnhof, ja, wo ja sozusagen auch hier die Güter halten und hier fährt unser Monstergüterzug durch. Und hier einfach noch ein paar Abstellgleise. Hier Autozug, hier noch ein paar Container, was halt so normalerweise auf einem, ja, auf Abstellgleisen halt rumsteht. Hier noch ein paar Loks als Reserve, das ist ziemlich laut. Und also wie gesagt, das Übliche halt. So, jetzt gucke ich gerade mal, wo denn hier der Gegenzug ist. Ja, hier kommt er. Können wir uns auch mal noch kurz angucken. Der ist auch nachgestellt. Und zwar ist es nicht der längste Güterzug Deutschlands, sondern ich bin einfach mal ein bisschen an die Schiene gestanden und habe mir so die Güterzüge angeguckt und habe mir halt einen der längsten rausgesucht. Ja, hier fährt er. Und ist auch wieder versucht, originalgetreu, wie es geht, ja, also wie bestmöglich es halt geht, hier in Train Fever nachzustellen. So, das war er. Der ist ein bisschen kürzer als der andere und ich muss mich ganz kurz auf Offline stellen, weil das geht ja gar nicht. So, dass da die ganze Zeit das Bildchen da reinkommt. Ja, sie gehen dann weiter, gehen dann hier auf die Kiesstrecke. Und also sind dieses kurze Stück auf der Kiesstrecke, gehen hier wieder raus und kommen dann hier in Zegerstmühle an. Da hatte ich ja auch noch einige Gleise frei. Und das ist sozusagen die Monsterroute. Macht da wirklich Spaß, da mitzufahren, muss ich ehrlich sagen. Und ich bin schon am Überlegen, ob ich da nicht noch mehr Güterzüge draufsetze, einfach bloß, weil es ja schön aussieht. Es macht schön, oder es macht ja Spaß, diesen Güterzügen zuzuschauen, wie die ja durch die Landschaft da brettern. Und ich sehe gerade, dass wir hier ziemlich einen Engpass haben. Dann stelle ich hier mal auf 25. Ja, das muss passen. Dass wir hier auf jeden Fall. Ah, okay, der Zug wurde schon umgeändert. Der. Wie alt ist der? Okay, der wird dann auch noch umgeändert. Alles klar. Das Plastik läuft wieder. Also wie gesagt, die Industrien produzieren hier reichlich. Sind fast angekommen an ihrem Maximum. Ich habe mir schon überlegt, die Industrie noch größer zu machen. Also vielleicht noch eine Stadt. Also eine Stadt woanders wegnehmen und hier dran anzuschließen. Dass halt einfach
dass es einfach Spaß macht, hier diesen Zügen zuzuschauen, ja? Also so viel Betrieb wie hier ist. Wenn man mal anguckt, wie viel Cargos hier rauskommen, wie viel Cargo diese Industrie produziert, das ist halt schon immens. Da kommen halt, was weiß ich, was waren das jetzt, 7 oder 8 auf einmal raus? Ja, das ist krass, das ist echt krass. Ich habe auch schon Leute gesehen, die haben da 2 oder 3.000 pro Industrie, da haben sie wahrscheinlich ihre ganze Welt daran angeschlossen. Ja. Aber auf jeden Fall haben wir hier sehr, sehr schön Verkehr und genau das war ja auch geplant von mir. Was ich mir vielleicht noch überlegen muss, ist gerade das hier. Also, wir haben hier diesen, wie soll ich sagen, nicht unsichtbaren Bahnhof, sondern also der Bahnhof hat ja kein Gebäude sozusagen. Und die Güter stellen sich halt trotzdem hier seitlich ab und zum Beispiel hier fährt unser Monsterzug durch und das sieht halt, um ehrlich zu sein, überhaupt nicht schön aus, ja. Also, wenn die hier einfach mal so durch so Kisten durchfährt, finde ich persönlich nicht schön. Muss ich ganz ehrlich sagen. Ja, genau so stelle ich mir das vor. Einfach 2 Züge fahren hier rein. Genau so habe ich mir das vorgestellt. Einfach wie ein großer Umschlagsplatz, ja, obwohl die hier eigentlich. Ja, okay, welche kommen ja an? Zum Beispiel hier kommt ja Plastik an oder Stahl und die anderen nehmen die Güter mit. Ja? Aber wir haben hier mittlerweile auch schon, was weiß ich, wie viele Linien. Ja? Sieht man ja hier. So, aber wir wollten ja gar nicht hierhin, sondern. Wir werden gucken, 150, wie viel passen da rein? Halt, wie viel passen in den Zug? Ah ja, 220, alles klar. Wir wollten uns eigentlich hinten. In das, warum leckt es jetzt? Ganz schlecht. Okay, Pause bitte. So, wo sind wir hier? Weiß, ach nee, da will ich nicht hin. Ich will hier hin nach hinten. Genau. Also, wir sind hier im sogenannten von mir genannten G-Dreieck, weil wir haben hier Kröten, Gerlingen und Gummadingen. Und wir haben da hinten sogar noch hier Gudenswegen, ja. Wir haben hier. Ich glaube, das sind die einzigen 4 Städte bei mir, die mit G anfangen. Name. Gerlingen. Ne, okay, Gerold gibt es noch. Das ist woanders. Aber wir haben halt hier die 3 größten Städte. Und da habe ich mir jetzt halt einfach überlegt, ich gönne denen sozusagen eine schnelle S-Bahn-Anbindung und. Wie ich das Ganze jetzt noch geplant habe, weil ich habe es ja bei Peritz gemerkt drüben, bei unserer eigentlichen Hauptstadt. Wenn ich jetzt hier einfach einen S-Bahn-Kreis außenrum ziehe, dann wird es nachher ein Problem geben, weil die Stadt kann sich nicht mehr ausbreiten. Ich weiß ja nicht mehr, wie viel die Stadt sich überhaupt ausbreitet. Wir sind ja schon im Jahr 2514. Aber wir können ja noch mal ganz kurz rübergehen. Hier, da habe ich ja auch diese S-Bahn-Strecke gebaut. Die läuft ja hier, äußeres Kreis, hier entlang, hier hoch. Und man sieht ja, sie haben sich nicht wirklich ausgebreitet. Ich weiß nicht warum, ob es einfach daran liegt, dass die Stadt vielleicht an ihrem Maximum angekommen ist, ja, weil wir haben ja hier auf der einen Seite den Fluss bzw. den See. Und ich weiß nicht, ob das so ein bisschen so die Stadtgrenze. Oh, hier oben haben sie ein bisschen gebaut. Das heißt, wir müssen nachher da hinten auf jeden Fall achten, dass wir Verbindungen über die Schienen drüber machen, damit die Leute sich ausbreiten können. Das ist sehr wichtig. Das ist wirklich wichtig. Aber das Problem ist halt, ich habe mir noch nicht wirklich Gedanken darüber gemacht. Jetzt leckt es schon wieder, warum auch immer. Ich habe mir noch nicht wirklich Gedanken gemacht, wie wir denn diese Städte mit S-Bahnen anschließen können. Ja? Ein Traum von mir wäre ja noch, wenn sich wirklich die 3 Städte hier noch verbinden würden.
Aber dann müsste ja jede Stadt 3.000, 5.000 Einwohner haben, ja. Und das war halt mein Problem am Anfang. Ich habe ewig lang rumgemacht, bis ich angefangen habe mit dieser Map. Und zwar, es gibt ja in dieser Base Settings, gibt es ja, wie heißt das? Area per Town heißt es ja, glaube ich. Und da habe ich anfangs so rumgespielt, weil ich wollte halt unbedingt eine hügelige Landschaft. Und wir haben halt hier hinten in diesem, Bereich hier, wie man sieht, also wirklich einen ziemlich flachen Bereich. Deshalb sind ja auch diese drei Städte hier. Weil, wie man ja sieht, ansonsten hier kommt ewig nichts, ja. Hier ist eher der hügelige Teil. Und hier genauso. Das heißt, wir haben halt Bereiche, wo sich die Städte auch sammeln, wie zum Beispiel gerade hier. Ja. Und das wollte ich ehrlich wirklich nicht so. Also es war nicht so von mir gedacht, sondern ich hatte anfangs eingestellt, also die Karte ist auf hügelig. Und ich habe, glaube ich, anfangs auf 7,5 per Town gestellt, also 7,5 Quadratkilometer per Town. Ich habe es jetzt mittlerweile auf 12 hochgesetzt, weil ich geglaubt habe, dass es dann vielleicht, also dass die Städte dann vielleicht noch ein bisschen wachsen. Es war teilweise so, also die Einwohnerzahlen sind vielleicht so um, keine Ahnung, um 100, 150 sind die vielleicht nochmal gestiegen. Aber, nicht so immens, wie ich es mir eigentlich erhofft hatte. Ja. Deshalb muss ich mir jetzt erstmal einen Plan machen, weil wir haben hier einmal schon eine vierspurige oder einen viergleisigen Zugang. Und ich möchte auf jeden Fall das hier als S-Bahn-Bahnhof benutzen. Diese drei Gleise. Und ich habe hier in diesem Bahnhof noch ein Gleis frei. Da drüben habe ich nichts mehr frei. Nein. Okay, da müssen wir vielleicht dann separat gehen. Was halt mein Problem ist, wir haben hier. Also, Gummerding, wenn ich halt nach dem Plan gehe, außenrum, wird es halt ziemlich schwer, weil wir sehen hier mittlerweile, das ist, glaube ich, Gummerdingen. Ja, Gummerdingen hat sich hier ein bisschen auf den Berg ausgebreitet. Ja, genauso wie hier hinten. Das heißt, wenn wir da eine S-Bahn drumherum machen wollen, das ist ein bisschen arg scheiße. Aber ich möchte natürlich auch nicht die halbe Stadt abreißen, weil dann sinkt halt mal die Einwohnerzahl gleich mal um 200 oder 300, wenn ich mal kurz hier, weil ich eine Schiene durchziehe. Das ist ja auch scheiße. Zudem werden auch die Busse dann ziemlich, ziemlich gebremst. Aber hier ist halt auch schwer, weil wir haben hier wieder auf der einen Seite, kann man fast schon sagen, dieses Tal, wo sich Röthen, nee, Gerlingen ausbreitet. Und hier den Berg. Und der Berg ist eigentlich, was haben die denn hier gemacht? Der auch nett. Und der Berg ist uns eigentlich ziemlich im Weg, muss man wirklich sagen. Also, das ist schon ziemlich, ziemlich, ziemlich bescheiden. Ich habe es mir wirklich schon mal überlegt, aber ich kam ehrlich gesagt nicht wirklich auf eine Lösung, wie man das lösen könnte, hier eine vernünftige S-Bahn-Bindung zu betreiben. Ja. Deshalb bin ich noch ein bisschen am Zweifeln und wollte es einfach mal so ein bisschen rausgeben an euch. Und vielleicht hat da jemand selber eine Idee. Also wir könnten zum Beispiel auch eine Abstimmung machen. Gehen wir außen rum und bewältigen sozusagen Berg und Tal. Also dass wir zum Beispiel sagen, hier ein bisschen Bergstrecke oder so. Oder einfach mittendurch, ja. Ob wir die
Städte dann sozusagen mit der S-Bahn einkreisen, also dass sozusagen hier so eine S-Bahn-Strecke läuft. Oder dass wir sagen, okay, wir versuchen hier halt durch die Stadt durch und dann ist halt die Stadt, weiß ich, 200, 300 Einwohner los. Und vielleicht hat da irgendjemand eine Idee, wie das am effizientesten vor allem ist. Und ihr könnt es ja einfach mal unten in die Kommentare schreiben, weil hier hätten wir zum Beispiel noch Flachland. Dann könnten wir hier vorbei, hier vorbei, hier vorbei. Dann könnte hier ein Bahnhof stehen, ja? Beispielsweise. Ein Gleis, zwei Gleise. Machen wir mal den. So. Ja, da müsste doch schon ziemlich viel abgebaut werden. Es ist halt so krumm. Die Landschaft ist krumm. Wie man hier sieht. Also ist auf der einen Seite müsste aufgeschüttet werden, auf der anderen wird total reingegraben. Also. Das ist schon ziemlich beschissen. Dann könnte man hier auf den Berg hoch und. Oh, das ist ja richtig. Richtig dumm. Also bei Peritz ging es mir. Da war es mir irgendwie einfacher, diese Strecke zu bauen. Klar, ich wollte ja die hügelige Strecke. Das war ja von mir so geplant. Ja. Und ja. Schwer, 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 ehrlich gesagt. Hier dann, vor allem ich müsste hier mit vielen Gleisen rein. Ich habe ja hier drei Gleise. Das heißt, man könnte eigentlich drei S-Bahn-Linien machen. Ja, also ich glaube, ich verschiebe das nochmal und warte mal so auf eure Meinungen. Und vielleicht hat da wirklich jemand eine Idee. Also, meine Vorstellungen sind hier auf jeden Fall mal alle drei Gleise hier zu bedienen. Ja? Und dass man dann zum Beispiel sagt, einer macht jetzt hier einen Rundkreis um die Stadt rum, der andere geht jetzt hier lang und der andere vielleicht da. Ja? Oder man macht hier einen kompletten Kreis rum. Das ist jetzt halt die Frage, wie man sowas angeht. Und das lasse ich jetzt mal im Raum stehen. Vielleicht hat jemand für euch eine gute Idee. Und ich bedanke mich fürs Zuschauen und ich sage Tschüss, bis zum nächsten Mal.